Und Max Sessmann, die auch danke für den Support, Mann. Die kommen ja ultra bekannt vor. Hat er einen Key? Ja, hat er. Spinjam. Spinjam schafft man ohne Spinjam. Nicht, was kommt. Da ist ein Donut. Oh, die hätte ich gern. Okay. Irgendwo die Chance, noch die Leben zu farmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir nehmen das eine Leben wieder mit. Kommen wahrscheinlich da unten raus, oder? Ja. Immerhin haben wir die 5 Münzen. Kriegen ein Leben dazu. Das, wo wir in dem Level verloren haben. Wir machen weiter. Gab keine 3 Leben. Und Mary, hallöchen. Versuch was wert. Ja, eben. Wir haben ja nichts zu verlieren gehabt. Okay, sind wir bei 125 Leveln, Leute. News 6 Tower Larry Snake Block. Und Michael Hurniemann, dir nochmal danke für deine Geschenk, für dein Geschenkabo an Ramona OD und an Alex Blamann, Digga. Danke, danke, danke. Eben, gönnt euch die werbefreie Zone, gönnt euch die Custom Emojis und gönnt euch auch die VVs am Anschluss und bedankt euch bei dem guten Michael Hurniemann. Okay. Absoluter, voller Fokus, volle Konzentration. Wir wollen keine Leben verlieren. Wir müssen das alles richtig ernst nehmen. Interessante Stage, Mann. Die richtig coole Stage. Also so kann der Stream gerne starten, Mann. Den 10er kriege ich nur so, ne? Ja, es läuft noch einigermaßen. So richtig eingeroschtet bin ich noch nicht. Nee. Also, den 30er, ich glaube, auf den verzichte mal wirklich. Den nehmen wir uns gern wieder mit. Was für eine coole Snake-Block-Stage, Mann. Heilige Mutter Gottes, Mann. Da gibt's auch gleich einen Checkpoint. Richtig, richtig cool. Und Mina Juna, Mann, dir auch danke für dein Prime-Abo mittlerweile im 6. Monat, Mann. Leute, eben. Danke, danke immer für den ganzen Support, Mann. Okay. Oh, verdammt. Kommt da auch was runter, oder? Uff. Den hätte ich gern. Danke. Wow, danke, Digga. Holy Macaroni, Mann. Was sind das für Stages, Mann? Ja, Digga, wo soll ich hin, Digga? Ja, was soll ich machen, Mann? Thank you.
Vielleicht kriegt uns so die Hitbox nicht. Okay, haben wir mal die Pilze durchbekommen. Das ist Gold wert in dem Bereich, Mann. Ohne den Pilz ist ultra pain, der Bereich, Mann. Ich weiß noch nicht, was ich da machen muss bei dem Chain Jump. Ja. Na, du kriegst da halt den Hit, Mann. Man könnte da vielleicht Walljumpen zwischendrin, ja. Das könnte man mal probieren jetzt dann. Natürlich, Digga. Natürlich. Ich hoffe, es gibt gleich wieder einen Checkpoint. Ich will den Bereich, wenn ich ehrlich bin, nicht nochmal machen. Okay, haben wir da noch ein Leben, oder? Okay. Richtig coole Stage. Jetzt nochmal Pilzi. Sehr schön. Und Wanda, Hallöchen. Bossfight. Ja, Mann. Ja, ich glaube, der bleibt da. Okay, er bleibt nicht da. Verdammt. Kannst du mal aufhören zu spinnen, Digga? Danke. Okay. Okay, sehr gut. Also nehmen wir die drei Leben wieder mit. Ah, schade, dass der Bereich ein bisschen krass war, Mann. Ja, also ich würde sagen, wir geben dem Ding Like. Das war eine coole Stage, alles in allem. Weiter geht's. Richtig cool. Hast du Wanda gespielt? Ja, ja. Komm mal durch. Trip through the Cavern von Benny. Okay. Also da ist ein Mold drunter. Also gut, dann lauf, mein guter Freund, Mann. Also die Stages sind richtig gut, aber ich glaube, ich hätte die erst gerne aus dem Weg. Ah, Digga. Huf. Huf. Ciao, ihr zwei. Das ist so weird, Mann. Oh, da ist Ziel. Sehr gut. Okay.
Also, kriegen wir die drei Leben sogar. Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, gar nicht... Ich glaube, wir haben sogar gar kein Leben verloren. Ich glaube, wir haben sogar ein Leben plus gemacht, oder? Ich würde sagen, wir lassen auf jeden Fall da auch ein Like da. Und gehen mal weiter. Gerauscht kommen. Okay. Short and easy. Knödelliebe und Roger Mann, dir auch danke für die Knödelliebe. Und Patoch Mann, dir auch danke für dein Abo im 7. Monat mittlerweile, Mann. Coole Idee. Ja. Und Seven Junkie, Mann, dir auch danke für dein Abo im 7. Monat, Mann. Okay, also drei haben wir auf jeden Fall schon mal. Kommt da irgendwas aus der Pipe noch raus, sag mal. Also drei ist die erste Ziffer. Ich frage mich, für was die Türe da sein soll. Das ist einfach eine Reset-Door dann? Wahrscheinlich, ne? Also, gehen wir in die Pipe. Und Ricarda, Hallöchen. 5? Können wir uns auch gleich notieren. Okay, nettes Gimmick. Gehen wir in die gelbe Pipe. Okay. Zum Glück müssen wir die jetzt nicht mehr machen. Da war eine 4. Okay, dann gucken wir mal. 1, 2, 3. Dann war es 5 und 4. Ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann noch die 4. 1, 2, 3, 4. Aktiviert sich da irgendwas? Ja. Wir haben die drei Leben schon mit am Start. Sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, zwei Leben plus gemacht in der Stage. Cooles Ding. Können wir auch mal ein Like da lassen. Sehr kreative, coole Stage. Auch wieder mit einem Passwort zum Eingeben. Ich weiß noch nicht mal, wie der Mechanismus funktioniert, den er da gebaut hat, auf jeden Fall. Let's go. Und dann jemand dir, danke für die 5 GGs. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob wir das am besten abseits vom Endless machen. Das ist auch ein 10 Sekunden Timer. Wir machen die Stage mal abseits vom Endless. Das kostet uns alle Leben. Okay. Let's go. Ich weiß nicht, ob es da besser wäre, mit einem Duckjump da durchzujumpen. Ja, das wäre schon fast gewesen. Und guck, Hallöchen. Ja, hätten wir die drei Leben bekommen. Ich habe mir ein Leben minus gemacht in der Stage, deswegen alles gut. Explore the Cave und Vanni, Hallöchen. Okay. Da gibt es die zwei Leben gleich schon am Anfang. Okay. Und Basti, Mann, dir auch danke für den Abo im 8. Monat mittlerweile, Mann. Naja, ich glaube, den müssen wir hitten, wenn der relativ weit oben ist. Ups, sorry. Okay. Ja, und da sterbe ich. Und Eisdüsse kann man ja auch noch mit am Start, Mann.
Okay. Da warten wir lieber noch einen Cycle. Okay, da haben wir mal noch einen 30er, den nehmen wir uns auch mit. Ja, wir lassen den droppen. Also ich spiele hier ultra safe jetzt. Ich will keine Leben verlieren in der Stage. Ich hätte gern wieder die 17 Leben, das wäre cool. Egal. Müssen wir da runter? Oder? Wahrscheinlich, oder? Checkpoint. Okay, wir kriegen den Checkpoint zum Glück. Da kommst du echt ins Schwitzen bei dem Ding, Mann. Natürlich. Ja. Rechts wäre noch ein Leben gewesen. Okay, müssen wir da hoch. Das sieht nach einem Boss aus. Den Fufi braucht man nicht, den 10er können wir mitnehmen. Also viele Timing-Geschichten auf jeden Fall in den letzten paar Stages. Okay, das sieht sehr gut aus. Okay. Also, nehmen wir die 3 Leben mit, haben ein Leben plus gemacht, sehr gut. Ich würde sagen, das hat auch auf jeden Fall ein Like verdient. Also die Stages, die wir jetzt haben, sind absolute Premium-Stages. Cool aufgebaut, interessante Stage, ja. Und Cindy, huhu, hallöchen, sei gegrüßt. Japanisches Level.